Keine Angst, liebe Headhunter-Fans. Kopfgeldjäger Jack Wade hat sich nicht umoperieren lassen oder eine neue Identität angenommen. Bei dieser jungen Dame hier handelt es sich um Lisa X, eine rebellische Straßengöre, die dem taffen und erfahrenen Jack in Redemption zur Hand geht. Und das ist auch nötig, denn einmal mehr muss der Kopfgeldjäger eine weltweite Katastrophe verhindern. In Segas Nachfolger des erfolgreichen PS2-Spiels steuern sie die beiden Hauptcharaktere abwechselnd. Jeder Protagonist verfügt dabei über individuelle Fähigkeiten, Waffen und Kampfstile. Lisa verschafft sich in den ersten veröffentlichten Spielszenen zum Beispiel mit einer Pistole, einem Maschinengewehr und einer Schrotflinte Respekt. Auf der Jagd nach machthungrigen Unterweltbossen muss sie zudem Fallen und Laserbarrieren ausweichen und sich Durchgänge buchstäblich freisprengen. Die Missionsziele und Strukturen variieren, je nachdem, wo sie sich gerade befinden. Das riesige Headhunter-Universum ist nämlich in zwei Welten unterteilt. In der glitzernden Metropole Above regieren Medien sowie mächtige Konzerne, während Below der Abschaum der Gesellschaft ein klägliches Dasein fristet. Man darf sich also schon mal auf düstere und abwechslungsreiche Stealth-Action freuen.